Der Bund der Steuerzahler hat heute seinen Bericht über die Verschwendung von Steuergeldern vorgelegt. Wir wollen von Ihnen wissen, welchen Namen trägt dieser Bericht? Rufen Sie uns an, die Rufnummer lautet 0137 317. Die Rufnummer war verkehrt. 0137 317 317. Und auch diesmal, die meisten von Ihnen werden es schon wissen, wartet ein ganz besonderer Preis auf Sie. Computer Future Club im ZDF kommt auch heute wieder nicht ohne euch aus. Denn diese Sendung sollt ihr aktiv mitgestalten. Ihr könnt in unseren Spielrunden direkt von Berlin, München, Hamburg, Bremen oder vom Telefon aus eingreifen. Außerdem bestimmt ihr unser Musikvideo am Ende der Sendung. Also wer gleich mitmachen will, ruft jetzt auf unserer Baseline an. Cool. Und wenn mir einer von euch erzählen kann, warum junge Moderatoren immer speaken wie ein kaputter Leierkasten und moven wie eine Mixture von Joe Cocker und Epileptica, dann kann er mich direkt ancallen auf dem Phone über die Input-Baseline der Infostage auf dem Interactive-Channel vom TV-Set. Sorry, bin irgendwie total eingeenglischt heute, aber es ist cool. Und now zum neuen Game von Nintendo. Nintendo, scheiße, voll verspoken. Im Mittelpunkt dieses Spiels steht der Affe und sein Freund Didi, ja? Hier dreht sich alles um die Bananen, denn euer Ziel ist es, die Bananen wiederzufinden, die die bösen Dschungelbewohner aus dem Lager geklaut haben. Ich gebe jetzt ab an Uli. Wir alle drücken dir die Daumen. 3, 2 und Spiel ab, sammle die Bananen. Da geht's dahin. Sprich, da ist die Tonne mit deinem Freund Didi. Wunderbar, sammle die. Sehr schön, spring drauf auf diese. Nein, das sind keine echten Krokodile natürlich, die würden anders reagieren. Jeder, der schon mal auf ein Krokodil gesprungen ist, weiß das. Und vorbei, 77 Bananen für Andrea. Andrea, wow! Und das war's schon. Wir haben für euch mit Yakuza geflirtet. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ciao, Eddie. Bye, bye, ihr zwei. Bye, bye. Macht's gut. Ja, tschüss, verpisst euch, das ist ja nicht zum Aushalten. Ich meine, so etwas will doch nun echt keiner sehen, vor allem kein Teenager. Da ist es ja sogar noch cooler, der scheintoten Oma beim Gebissreinigen zuzugucken, als diesem Scheiß hier, ne? Eine Horde kleiner Popelköpfe daddelt dösig vor Zuschauern an irgendwelchen Videospielen rum, wie Pickel ausdrücken mit dem Knight Rider oder die Super Mario Brothers beim Fliesenlegen. Obwohl, eigentlich war es ja schon abzusehen, was dabei rauskommt, wenn der senilen Sender ZDF eine jugendliche Computershow macht. Entweder sowas oder Dieter Thomas Heck spielt mit einer elektrischen Schreibe. Einmal im Himmel in der Abteilung für Menschenherstellung, da arbeitete ein Neuer, der erst vor kurzem dort ein Schöpfungspraktikum bekommen hatte. Er war strebsam und fleißig und produzierte wie ein Besessener lauter schöne, schlaue und schlanke Doch Menschen. Eines Tages, kurz vor dem Wochenende, kam der Chef zu ihm und sprach: Sag mal, Bursche, was machst du hier eigentlich? Du hast nur lauter Models erschaffen und weil du das Material so schlecht verteilt hast, bleibt dir jetzt noch Fleisch für 12 übrig. Aber du hast nur noch 3 Köpfe. Na, sieh mal zu, was du daraus noch machen kannst. Und so baute der Praktikant Gottes 3 kleine mopsige Tanzklopse mit sächsischem Dialekt zusammen. Doch obwohl er so viel Herstellungsmaterial in sie hineinpackte wie nur irgend möglich, blieb immer noch ein Häufchen Gehacktes über, woraus er zu guter Letzt noch 3 Pudel formte. Und so entstanden, jedenfalls der Sage nach, die Jakob-Sisters. Wissen Sie, was ich gerade mache? Ich trainiere meinen Körper. Sportelec trainiert Ihre Muskeln. Oberschenkel, Gesäß, Bauch. Sportelec ist müheloses Sporttreiben. 10 Minuten täglich reichen völlig aus. Möchten Sie nicht auch einen wohlgeformten Körper haben? Nutzen Sie Sportelec für sich. Wissen Sie, was ich gerade mache? Ich trainiere meinen Arsch. Ach nee, das war ja sie. Habe ich jetzt verwechselt. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls ist das wirklich eine hervorragende Erfindung.
Der kleine Stromstoß für zwischendurch. Das trainiert ganz wunderbar und kribbelt auch so schön. Übrigens auch hervorragend geeignet für Beamte, die vor lauter Mittagspausen nicht mehr zum Eierschaukeln kommen. Also, nichts wie ran ans Telefon. Die ersten 100 Anrufer dürfen kostenlos ihre Finger in die Steckdose halten. Lass zucken, Kumpel, und willkommen in der Welt des Sports. In der Ferne, da wartet die Heimat auf mich und ein kleines Häuschen dort im Elstertal. Und die Sehnsucht in mir wirft ein helles Licht auf den Wald und die Täler tausendmal. So kann's kommen. Zwei Finanzbeamte aus Sachsen wollen mal richtig crazy einen drauf machen, tauschen die Ärmelschoner gegen ein paar Krachleder-Tangas und eine Plastikgitarre und verkleiden sich als Bayern. Herzlich willkommen zum Musikanten-Stasi. Zonis spielen Volksmusik und ich wünsche mir den Moik zurück. Denn plötzlich zeigt sich, dass selbst ein Peter Steiner noch zum Robert De Niro der Berge werden kann, wenn man neben ihn seinen Kollegen aus dem Osten stellt. Meine Damen und Herren, ohne Worte, Achim. Täglich erreichen uns Kassetten mit Gesangsaufnahmen von Freunden der Volksmusik, die glauben, wenn man die bekannten Lieder der Stars nachsingt, reicht das schon für einen Fernsehauftritt aus. Astrid und Margot können aus der eigenen Erfahrung heraus erzählen, wie schwer der Weg bis vor die Kameras ist. Neben einer soliden Ausbildung gehören ein sympathisches Äußeres, ein gesundes Selbstbewusstsein und vor allen Dingen Erfahrungen dazu, die man bei öffentlichen Auftritten sammelt. Wer sich also mit dem Gedanken trägt, als Volksmusikstar ins Fernsehen zu kommen, der sollte möglichst bei einer Musikgruppe anfangen, um dort seine ersten Erfahrungen zu sammeln. Und er sollte viel, viel Geduld aufbringen. Denn wie heißt es in meiner brandenburgischen Heimat? So schnell schießen die Preußen nicht. Schade eigentlich. Obwohl, irgendwas hat es ja auch schon, dieses zottige Urviech, das beim Hundefriseur wieder mal keinen Termin bekommen hat. Und wenn es eben auch nur als lebendes Beispiel dafür dient, dass Erfahrung und sympathisches Äußeres eben doch nicht unbedingt fürs Fernsehen erforderlich sind. Man kann auch moderieren, wenn man aussieht wie eine Kreuzung zwischen Wiesel, Mops und Kaulquappe. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja auch alles gar nicht echt und der Praktikant von Frankenstein hat hier nur mal wieder seine Kompetenzen überschritten. Heute wollen wir mal feiern, wir machen einen Brauch. Im Wirtshaus gegenüber nimmt der Abend seinen Lauf. Die Blasmusik ist spitze, heute wackelt hier die Wand. Gemütlichkeit und Bier bringt alle außer Rand und Band. Wir tanzen und wir schunkeln, wir rufen laut zum Wohl. Und auch die Kapelle spielt nicht ohne Alkohol. Da drüben an der Theke, ja, da steht der harte Kern. Es wird gesungen und gelacht, so haben wir es gern. Saufmusik zum Eierabschrecken von freilaufenden Ossis, Handelsklasse C bis F. Da flippt das Publikum aus, da bleibt keine Hose trocken. Achims volkstümliche Hitparade, eine Sendung, die eigentlich nicht zu glauben ist, man muss sie gesehen haben. Und wenn der Moderator auch auf den ersten Blick erscheinen mag, als wäre sein Antrag auf die Anerkennung zum Homo sapiens noch immer bei der Prüfungsstelle, so hat er doch mehr drauf, als man denkt. Denn auch wenn es mit der menschlichen Kommunikation manchmal hapert, dafür kann er mit Hühnern sprechen. Was heißt hier, du wirst immer vergessen? Hier, mein lieber Hahn, ein ganzer Hühnerhof als Seifener Miniatur. Und Sie, liebe Zuschauer, sollen jetzt merken, dass die Wertung an der Reihe ist. 8 Bewerber um den Titel Musikantenkönig haben sich vorgestellt und Sie schreiben den Favoriten Ihrer Wahl auf eine Postkarte und schicken diese an unsere Adresse. Achims Hitparade, Postfach 907901 Schleiz. Achims Hitparade, Postfach 907901 Schleiz. Oder Sie benutzen unseren Faxservice aus Deutschland, unsere Nummer 03663-36212 und aus Übersee und dem Ausland 0049-3663-36212. Mein lieber Mann, mit den Nummern hat man aber auch immer wieder Schwierigkeiten. Na klar, wenn man immer so guckt und gerade auch erst die Zahlen von 1 bis 6 gelernt hat, dann ist das natürlich auch nicht so leicht. Und damit, liebe Zuschauer, verabschieden mein Bruder Schweinebacke und ich uns auch ganz herzlich von Ihnen, gehen nach Hause, die Höhle klinkern und hoffen nur, dass die Evolutionsgeschichte nicht allzu grausam mit uns umgehen wird. Auf Wiedersehen, hoffentlich.